Highlights, Höhepunkte der Woche. Im Studio Maike Krüger. Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Wir gehen gleich in die Luft und haben heute aber auch noch das hier für Sie. Künstlerisch, ein Blumenteppich aus 650.000 Begonien mitten in Brüssel. Musikalisch, die Wagner-Oper Parsifal live im Kino. Und tierisch, die Hundeporträts des Fotografen Martin Asborn. Ein Heißluftballon am Himmel, das ist schon ein toller Anblick, aber wenn es gleich mehr als 100 sind, dann ist das schon überwältigend. Im britischen Bristol steigen immer an 4 Tagen im Jahr bei der Balloon Fiesta Fahrer mit den schönsten, farbenprächtigsten und ausgefallensten Heißluftballons in die Luft. 500.000 Besucher sind jedes Mal dabei und manche trauen sich sogar einzusteigen. Letztendlich ist es eine schwere Entscheidung, welcher Anblick besser ist, der von unten oder der von oben. Für diesen Anblick muss man früh aufstehen. Es ist 6.30 Uhr und der Himmel über Bristol ist voller Heißluftballons. Mehr als 100 sind beim Massenstart auf der Balloon Fiesta dabei. Richard Allen ist von Beruf Ballonfahrer und nimmt in seinem Korb auch Passagiere mit. Mit der Gasflamme steuert er den Ballon in verschiedene Windzonen. Wir können die Ballons durch die unterschiedlich gerichteten Winde ganz gut lenken. Es läuft gar nicht schlecht im Moment. Ich versuche ein Feld für die Landung auszumachen. Hoffentlich kommen wir da auch an. Mal abwarten. Am Boden sorgt das größte Ballonfahrertreffen Europas für Begeisterung. An den 4 Tagen kommen rund 500.000 Besucher in die Stadt Bristol im Südwesten Englands, um die riesigen Ballons zu bestaunen. Rund um die Ballonschau hat sich ein Volksfest entwickelt. Alle sind gut drauf, besonders der Massenstart am Morgen ist wunderschön. Es lohnt sich dafür aufzustehen. Um 5 Uhr? Ja, um 5. Ich habe meiner Frau eine Ballonfahrt zum 50. Geburtstag geschenkt. Sie fand es so toll, dass sie immer wieder hierher kommen will. Diese Farben und Formen. Ist die Größe. Sie sind wirklich groß. Und schwer. Der Nylonballon wiegt rund 80 Kilogramm. Er wird ausgerollt und mit Drahtseilen am Korb befestigt. Richard Allen macht die letzten Sicherheitschecks. Er trägt die Verantwortung für seine Passagiere. Im Innern des Ballons sind Seilgriffe. Daran kannst du dich festhalten. Und an den Griffen der Gastanks und den Stangen. Alles über deinem Kopf bitte nicht anfassen, also die Instrumente im Ballon. Und vor allem Hände weg von der roten Leine. Die lässt uns abstürzen. Es gibt auch eine grüne und eine schwarze Leine. Die bitte auch nicht anfassen. Was den Ballon abheben lässt, ist nichts als heiße Luft. Und zwar knapp 3000 Kubikmeter davon. Mit einer Propangasflamme bringt Richard Allen seinen Ballon zum Aufsteigen. Es geht hinauf in rund 500 Meter Höhe. Vorausgesetzt, der Wind ist nicht stärker als 10 Knoten. Die Balloon Fiesta findet seit 34 Jahren jedes Jahr statt. Die Idee hatte er, Ballonbauer Don Cameron. Ballons sind noch immer seine Leidenschaft. Es ist sehr schwer zu erklären. Sie sind wunderschön und sie scheinen den Gesetzen der Schwerkraft nicht zu gehorchen. Sie schweben einfach durch die Luft und üben eine Magie aus wie kein anderes Fluggerät. In Bristol steigen neben den klassischen Ballons auch besonders auffällige Modelle auf. Außerdem gibt es ferngesteuerte Mini-Ballons, die schon Jugendliche fahren dürfen. Einen kleinen Ballon zu lenken ist schwerer. In einem großen Ballon hat man einen Höhenmeter und Windmessgeräte. Beim Modellballon muss man sich ganz auf seinen Instinkt verlassen. Die großen Ballons bleiben meist etwa eine Stunde in der Luft. Richard Allen ist nach nur 20 Minuten auf einer Wiese gelandet. Ein Fahrer macht sich auf den Weg, um ihn und den Ballon abzuholen.
Das Beste ist das Gefühl nach der Landung, wenn alle zufrieden sind. Es ist schön zu wissen, dass man 2, 5 oder auch 16 Leute mit einer tollen Erinnerung nach Hause schickt. Das gefällt mir wirklich am meisten. Wie ein Zelt muss der getrocknete Ballon wieder platzsparend verpackt werden. Richard Allen und sein Team verstauen das Material bis zum nächsten Einsatz. Den Tag lassen Ballonfahrer und Besucher zusammen ausklingen. Beim Night Glow kommt es auf Taktgefühl an. Die Piloten beleuchten ihre bunten Ballons zum Rhythmus der Musik. Von dem größten Ballonfestival Europas zur weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik, gemessen an den Besucherzahlen. Auf der Gamescom in Köln werden auch bis zum Sonntag die neuesten Online- und Computerspiele vorgestellt. Rund 24 Millionen Menschen allein in Deutschland spielen mehr als 3-mal in der Woche. Und die Zahl der Frauen steigt dabei stetig. Allerdings bevorzugen sie ganz andere Spiele als die Männer. Und die Branche stellt sich darauf auch von Jahr zu Jahr mehr ein. Sogenannte Ballerspiele lassen Frauen gerne links liegen und suchen andere Herausforderungen. Abenteuergeschichten in 3D. So sehen viele der rund 2000 Spiele aus, die jedes Jahr allein in Deutschland für Computer oder Smartphone erscheinen. Darunter sind Actionspiele, Sportsimulationen oder Fantasiewelten, in die hierzulande regelmäßig jeder Dritte eintaucht. Fast 2 Milliarden Euro Umsatz machte die Computerspielindustrie in Deutschland im vergangenen Jahr. Judith Jaskowski ist 26, lebt in Berlin und ist eine von rund 10 Millionen Frauen in Deutschland, die vom Spielen begeistert sind. Es ist schon so eine Mischung aus allem. Also ich finde es einmal schön, was einfach zu sehen, was schön ist, dann was zu empfinden, was zu erleben und einfach Teil von etwas anderem zu sein, was nicht mit der jetzigen momentanen Realität zu tun hat. Unterwegs spielt Judith Jaskowski auf dem Smartphone zu Hause, aber am liebsten am Computer oder an der Konsole. Am liebsten mag ich Fantasy-Spiele. Aber auch Spiele, die an der Realität basieren, zum Beispiel Kriminalfälle lösen oder auch Westernspiele, also durch wilde Western-Szenarien zu reiten, finde ich auch cool. Wie Frauen und Männer spielen, wird inzwischen auch wissenschaftlich untersucht. Die wichtigsten Unterschiede sind, dass Frauen in der Tendenz eher kooperative, strategische Spiele spielen, die auch einen sehr hohen ästhetischen Wert oftmals haben. Und Männer in der Tendenz eher auf antagonistische Spiele aus sind. Das heißt also reine Wettbewerbsspiele, wo ein ganz klarer Gewinner daraus hervorgeht. Linda Breitlauch ist die einzige Frau in Deutschland, die als Professorin Game Design, also das Design von Computerspielen, lehrt. Ja. Bis in die heutige Zeit ist es noch so, dass Frauen in der Tendenz eher bei den Kindern bleiben, für die Familie sorgen. Ne? Und der Mann sozusagen rausgeht und jagen, auch wenn es eben nur noch ein Steuerbüro ist. Und man nur noch Akten jagt vielleicht in einer zivilisierten Welt. So etwas spielen also vor allem Männer. Far Cry, ein sogenannter Ego-Shooter, in dem es ums Kämpfen geht. Und das ist ein Blick in die Welt von Siedler. Ein Strategiespiel, das Frauen besonders anspricht. Die angehende Medienwissenschaftlerin Judith Jaskowski interessiert sich für Kunst und Mode. Ihr Hobbyspielen ist jedoch auch Teil des Alltags. Ich spiele wirklich zwischendurch immer mal ein Spielchen, wenn ich in der U-Bahn sitze oder wenn ich auf jemanden warte oder einfach auch zu Hause, um abzuschalten. Auch Spielehersteller haben inzwischen Frauen als Zielgruppe entdeckt, wie hier bei Blue Byte in Düsseldorf, eine Tochterfirma des französischen Spieleherstellers Ubisoft. Das Unternehmen gehört zu den wichtigsten weltweit und hat sich auf die weibliche Kundschaft eingestellt. Wir haben einige Frauen hier eingestellt, also zum Beispiel gerade bei unserem Fitnessspiel, da besteht das Designteam vor allem aus Frauen, aber auch die, die die Animationen gemacht haben. Und auch der Creative Director, der sogenannte an diesem Spiel, das war auch eine Frau, die kam aus Paris und da beschäftigen wir uns schon sehr lange mit, was diese Zielgruppe eben möchte. 150 Männer und Frauen arbeiten inzwischen hier in Düsseldorf an Spielen, die bis zu 30 Millionen Euro in der Entwicklung kosten können. Die Spiele haben sich verändert. Die werden halt weiblicher, sie werden halt sozialer, sie werden halt nicht so kompetitiv. Das hat zumindest dafür gesorgt, dass die Charaktere, die
weiblichen Charaktere durchaus überarbeitet worden sind. Also im Fall von Lara Croft beispielsweise, die ja eine wirklich ganz deutliche Männerfantasie darstellte. Sie wurde redesigned mehrfach, um einfach auch ein bisschen dort mehr Authentizität zu bieten. Ein aktueller Trend sind sogenannte Social Games, die über soziale Netzwerke gespielt werden. 70% der Nutzer sind hier Frauen. Die Grundversion gibt es meist kostenlos. Gezahlt werden muss für Zusatzfunktionen. Allein das hat der gesamten Branche in Deutschland in den vergangenen 2 Jahren einen enormen Umsatz eingebracht. Zurück in Berlin. Judith Jaskowski spielt gerade nicht. Sie trifft eine Freundin. Gemeinsam haben sie einen Modeblog im Internet. Man kann Spieler sein und trotzdem viele Kontakte haben und man kann sich auch mit Freunden treffen und zusammenspielen. Es gibt viele Gesellschaftsspiele, die auch nur cool sind, wenn man sie mit mehreren Leuten spielt. Judith Jaskowski hat ihren ganz normalen Alltag. Für ein kurzes Spiel unterbricht sie ihn gern. Für sie gehört das Spielen dazu, wie für Millionen Frauen und Männer in Deutschland. Diesen und all die anderen Beiträge, die können Sie auch im Netz anschauen. Besuchen Sie uns einfach mal auf der Internetseite unter www.dw.de/euromax. Wenn in Brüssel der Teppich ausgerollt wird, dann ist der nicht nur rot, sondern leuchtet in allen Farben, die die Natur zu bieten hat. Denn mitten in der belgischen Hauptstadt blühen dann Blumen auf einer Fläche von 1800 Quadratmetern. Zehntausende Besucher wollen den bunten Teppich mit eigenen Augen sehen, denn es gibt ihn immer nur 5 Tage lang, bis die Blumen wieder verwelkt sind. Ein Puzzle aus Blumen, zusammengesetzt aus mehr als 600.000 Blüten. Mitten im Zentrum der belgischen Hauptstadt entsteht so alle 2 Jahre ein gigantisches Bild aus Begonien. Diesmal unter dem Motto Afrika. Es ist sehr farbenfroh und diesmal ist Afrika darin enthalten. Die bunten Kleider der Menschen dort, das alles finden sie im satten Farbendesign wieder. Ich denke, das ist gut. Begonien in leuchtenden Farben züchtet Johann Altermann vor den Toren Brüssels. Ihm gehört einer der 20 Betriebe, die die Blüten für den Teppich zuliefern. Die Liebe zu dieser Blume hat er von seinem Vater und seinem Großvater geerbt. Seit es den Blumenteppich gibt, ist seine Familie daran beteiligt. Begonias, as you see. Begonien sind, wie Sie sehen, etwas Besonderes. Sogar das Weiß ist ein sattes Weiß. Eine schöne Farbe. Und morgen werden Sie im Teppich sehen, dass das Design schön wird mit all diesen intensiven Farben. Damit die Blüten so lange wie möglich frisch bleiben, können sie frühestens einen Tag vor dem Aufbau des Blumenteppichs geerntet werden. Johann Altermann und seine Familie haben nur wenige Stunden, um rund 30.000 Begonien zu pflücken. Ich pflücke nur die frischen Blüten, die vor 3 oder 4 Tagen aufgeblüht sind. Blüten, die bereits zu alt sind, pflücken wir nicht, weil sie im Teppich nicht lange genug halten. Und wenn sie nicht groß genug sind, können wir sie auch nicht nehmen. Also suchen wir nach den frischen, großen Blüten. Einmal gepflückt, beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Schnell müssen die geernteten Blüten in die belgische Hauptstadt transportiert werden. Dort wartet bereits Designer Marc Schautet, der in diesem Jahr das Muster für den Teppich entworfen hat. Es ist kein symmetrischer Blumenteppich. Er spiegelt das Design und die Struktur Afrikas wider. Es sind viele Länder darin vertreten. Äthiopien, Namibia, Kamerun, Kongo und Botswana. Alle hier im Teppich. Etwa 5 Stunden lang wird Blüte um Blüte positioniert. Dann ist es geschafft. Brüssels 1800 Quadratmeter große Attraktion ist vollendet. Die meistverkaufte Postkarte von Brüssel ist die vom Großen Markt mit dem Blumenteppich. Bei weitem. Dieses Ereignis ist sehr wichtig, auch für Brüssel. Nicht nur wegen der Blumen, sondern es ist auch eine Art Sehenswürdigkeit für die Touristen. Touristisch gesehen ist da eigentlich ein Volltreffer. Mittlerweile ist der Brüsseler Blumenteppich weltberühmt. 1971 gibt es das farbenfrohe Kunstwerk auf der Brüsseler Grand Place zum ersten Mal. Seit 1986 entsteht der Blumenteppich regelmäßig alle 2 Jahre. Aber der schönste Platz, um einen solchen Blumenteppich zu machen, ist immer noch Brüssel. Wenn Sie das hier sehen, diese Architektur, unglaublich. Toll. Unbelievable. Amazing.
Die Grand Place ist eines der Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt und gehört mit ihrer barocken Fassadenfront zum UNESCO-Weltkulturerbe. Nun ist der Platz Treffpunkt zweier Kontinente. Ich hoffe, dass sich Afrika und Europa auch so ein bisschen näher kommen. Die Besucher jedenfalls sind begeistert. Wohl kaum eine andere Attraktion Brüssels wird in diesen 5 Tagen so oft fotografiert. Als wir heute Morgen hier waren, war noch nichts zu sehen. Es ist faszinierend zu sehen, wie schnell das geht. Wegen der Blumen sind wir hier. Ja. Er ist einfach einzigartig. Der Blumenteppich ist so groß und wirklich wunderschön. Auch die Musik der Eröffnungsfeier orientiert sich am Thema des diesjährigen Blumenteppichs. Tausende feiern zur Musik einer afrikanisch-belgischen Band. Die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth im Süden Deutschlands sind weltberühmt. Aber eine Inszenierung live zu erleben, das bleibt nur ganz wenigen vorbehalten. Wer nicht gerade zur Prominenz aus Politik oder Kultur zählt, der braucht viel Geduld, sehr viel Geduld. Die Wartezeit auf ein Ticket kann nämlich bis zu 10 Jahre betragen. Und das Interesse muss jedes Jahr erneut schriftlich bestätigt werden, denn sonst wird der Name wieder von der Liste gestrichen. Doch in diesem Jahr hat es auch einen anderen Weg gegeben, die Inszenierung live mitzuerleben. Große Opern, exklusives Publikum. Dafür sind die Bayreuther Festspiele weltbekannt. Heute auf dem Programm Richard Wagners letztes Werk, die Oper Parsifal. Auch hier freuen sich Wagner-Liebhaber auf die Vorstellung in einem Kinosaal in Berlin, mehr als 300 Kilometer von Bayreuth entfernt. Das CineStar am Potsdamer Platz ist eins von mehr als 100 Kinos in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die die Oper live übertragen. Parsifal und Popcorn, für die Festspielleitung kein Widerspruch. Es ist wichtig, dass gerade wenn wir hier so wahnsinnig ausverkauft sind, dass wir es schaffen, die Werke hier oder die Produktion besser gesagt möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen. Ich glaube, das ist ganz im Sinne Richard Wagners, der ja auch immer wollte, dass alles von ihm gesehen wird. Und insofern, das versprechen wir uns davon. Die Oper wird im Festspielhaus mit 12 HD-Kameras aufgezeichnet und per Satellit zu den Kinos übertragen. Anders als in Bayreuth darf das Publikum dort sogar hinter die Bühne blicken. Vor der Vorstellung und während der Pause gibt es Berichte rund um das Festspielhaus oder Interviews mit Sängern. Dann gehen im Kino die Lichter aus. Genau zur gleichen Zeit wie in Bayreuth. Und die Oper beginnt. Parsifal in einer Inszenierung des norwegischen Regisseurs Stefan Herrheim. Die Kamera bringt sehr viele Dinge nahe ran, aber sie hat natürlich teilweise durch die Nahaufnahmen haben sie auch nicht den Weitblick, den sie auf der, im Zuschauerraum letztlich selber bestimmen können. Und zum anderen muss man ganz klar sagen, die Akustik in dem Haus ist einmalig. Allerdings, das Kinoerlebnis hat eben auch was Spannendes, gerade durch das Pausenprogramm auch, das live ist. Sie haben halt auch Blicke hinter die Kulissen, die sie so nicht kriegen. Die Bayreuther Festspiele einem breiteren Publikum öffnen. Darum bemüht sich die Familie Wagner bereits seit längerem. Vier Jahre lang konnten Wagner-Fans zum Beispiel jeden Sommer eine Vorstellung beim kostenlosen Public Viewing in Bayreuth sehen. Außerdem gibt es in Bayreuth seit 2009 Wagner-Opern für Kinder, in denen der Zugang zur Klassik spielerisch vermittelt wird. Und jetzt Wagner auf der Leinwand. Nicht das gleiche Erlebnis wie im Festspielhaus, aber für viele ein guter Ersatz. Eine tolle Aufführung. Man sieht es auch einfach gut auf der großen Leinwand. I really like that it's live. Mir gefällt es, dass alles live ist. Die Gefahr, dass etwas schiefgehen kann und die Aufregung, die das mit sich bringt. The excitement of being in a live place. Die Atmosphäre ist toll und ja, ich finde es wirklich toll, dass das so gemacht wird. Auch in Bayreuth findet die Kinoidee Anklang. Allerdings eher für die anderen. Man selbst geht dann doch lieber ins ehrwürdige Festspielhaus.
Die Idee ist sehr gut, um es dem normalen Bürger auch darzustellen. Nee, nicht mit Popcorn. Das ist eine Unart, die nicht sein muss. Natürlich geht dann der Flair ein bisschen verloren von dem Festspielhaus. Ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit für alle, die diesen langen Weg und die Mittel nicht haben, daran doch teilzunehmen. Richard Wagner selbst hätte es wohl nicht gestört, dass die Inszenierungen seiner Werke auch über Kinoleinwände flimmern. Denn damit geht etwas in Erfüllung, das sich der Komponist immer gewünscht hat. Ich kann bloß hoffen, dass es ihm gefallen hätte. Also ich meine, eigentlich ist es ja ganz seine Richtung. Möglichst viele sollen seine Werke mitkriegen. Dafür sorgen wir. Selbst der Applaus aus dem Festspielhaus wird ins Kino übertragen. Eine Wagner-Oper auf der Leinwand. Die Chancen stehen gut, dass es nicht die letzte war. Ein tief trauriger Hundeblick, der trifft doch meist mitten ins Herz. Der britische Fotograf Martin Asborn spielt mit genau diesen Gefühlen für seine Fotoreihe The Silence of Dogs in Cars, was so viel bedeutet wie das Schweigen der Hunde im Auto, hat er die Tiere in dieser Situation festgehalten. Für die Aufnahmen musste übrigens kein Hund leiden. Jedes Hundemodel blieb nie lange im Wagen und wurde am Set so richtig schön verwöhnt. Doch wer sich später die Bilder anschaut, bekommt einen ganz anderen Eindruck. Es liegt eine Melancholie in Martin Asborns Fotografien. In den Augen der Hunde spiegelt sich Einsamkeit und zugleich hoffnungsvolle Erwartung. Fototermin im Norden Londons. Martin Asborn nimmt die letzten Bilder für ein geplantes Fotobuch auf. Model des Abends, ein afrikanischer Löwenhund. Viele Leute müssen lachen, wenn sie die Bilder sehen. Und das ist gut so, weil ich auch möchte, dass sie lustig sind. Aber viele finden die Bilder auch bedrückend, weil sie Einsamkeit, Angst und Stille ausstrahlen. Aber genau das wollte ich von Anfang an festhalten. Der Hund allein im Auto, einsam und verlassen. Am Ende war ich dann selbst überrascht. Die Bilder sind wunderschön geworden. Fotografien, die an Gemälde erinnern. Manchmal humorvoll oder beängstigend. Mysteriös oder beklemmend. It's something about. In meinen Bildern geht es darum, wie wir Tiere kontrollieren und sie ruhig stellen. Ob das ein Hund im Auto ist, ein Tier im Zoo oder ein Vogel im Käfig. Tiere haben oft keine eigene Stimme. Abgesehen davon fand ich aber auch einfach, dass Hunde in Autos irgendwie cool aussehen. Martin Asborn hat eigentlich Philosophie studiert. Als Fotograf ist er Autodidakt. Seine beiden Zwergschnauzer Buck und Moose brachten ihn auf die Idee, Hunde zu fotografieren. Ich finde, dass Hunde einen sehr ehrlichen und starken Ausdruck haben. Meine Arbeiten handeln eigentlich von menschlichen Emotionen und von unserer Psyche. Ich finde, dass Tiere etwas sehr Direktes und Unverfälschtes über uns Menschen ausdrücken können. Zurück am Set. Das heutige Fotoshooting ist das letzte für Martin Asborns neues Buch. Vor kurzem zeigte er seine Werke neben denen der renommierten britischen Künstler Damien Hirst und Tracy Emin. Ich achte auf den Gesichtsausdruck des Hundes. Wenn der Hund nicht in die Kamera schaut, könnte das das Foto ruinieren. Wenn ich aber ein Funkeln in seinem Blick sehe, dann könnte es toll werden. Es ist aber unmöglich, das zu planen. Ich fange daher mit einer vagen Idee an. Jetzt zum Beispiel hat er einen sehr intensiven Ausdruck und schaut direkt in die Kamera. At the camera, and I like that. Im Auto eingesperrt sind die Hunde bei den Fotoaufnahmen nie. Das ganze Buch handelt von Einsamkeits- und Sehnsuchtsgefühlen. Wenn jedes Foto einen Hund zeigen würde, der im Auto eingesperrt ist, dann fehlt den Bildern die Hoffnung. Das offene Fenster soll dem Buch und den Fotos genau das geben. It just provides a little lift at the very end of the book. Mehr als 3 Jahre hat Martin Asborn an seinen Hundeporträts gearbeitet.
Entstanden sind Fotos, die oft mehr über die Betrachter, die Menschen, aussagen, als über die Hunde. Ja, und das war schon wieder für heute. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.